Hallo liebe Moonies und herzlich willkommen zu diesem Video. Es ist ja nichts Neues, dass es in Sailor Moon mit Haruka und Michiru ein gleichgeschlechtliches Pärchen gibt. Aber es gibt noch einige andere queere Charaktere in Sailor Moon, über die ich heute gern sprechen würde. Queer oder auch LGBT+ umfasst übrigens einfach alles, was nicht hetero oder cisgender ist. Und wer gerne etwas Ausführlicheres über LGBT+ in Sailor Moon hören möchte, kann sich die Podcast-Folge Queer Representation vom Podcast Mondsteinflug anhören. Das verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Da war ich nämlich auch mit dabei und daher stammen auch einige Gedanken, die ich hier sage. Aber ich wollte es gern nochmal in einem extra Video zusammenfassen. Viel Spaß! Also, wir fangen mit dem Offensichtlichsten an, Haruka und Michiru. Leider wurde diese Beziehung in vielen Ländern aber zensiert. Auch bei uns wirkte es eher wie eine tiefe Freundschaft, aber ich denke, es war trotzdem sehr offensichtlich. Und auch wenn es nicht wirklich einen offiziellen Kuss zwischen den beiden gab, gab es sehr, sehr eindeutige Aussagen, zum Beispiel, ich will, dass du mich sanfter anfasst. Ja, später, wenn wir allein sind. Und ich habe es zwar schon mal gesagt, aber es gab einen annähernd offiziellen Kuss in dem Musical Kaguya Shimaden Setsu im Curtain Call. Seira-senshi, Uranus und Neptun wa Naomi Yuka. Und weil es so schön war, zeige ich euch auch noch zwei andere Küsse aus den Yume Fan Musicals, auch wenn diese natürlich nicht offiziell sind. Aber lasst uns etwas mehr über Haruka reden, nämlich über ihr Geschlecht. Klar, Naoko Takeuchi sagt, sie sei eine Frau und körperlich trifft das auch zu. Allerdings sagt Michiru im Manga, Haruka sei Mann und Frau zugleich. Also könnte es vielleicht sein, dass sie genderfluid ist, also dass sie sich manchmal eben mehr wie ein Mann fühlt und manchmal mehr wie eine Frau. Aber ich sag's euch gleich, in Sailor Moon gibt es sehr viel, das nicht klar gesagt wird und über das wir nur spekulieren können. Es kann also jeder glauben, was er will, weil wir es einfach nicht genau wissen. Für eine homosexuelle Person ist es vielleicht wichtig, dass Haruka eine lesbische Frau ist, aber für jemand anderes könnte es wichtig sein, dass sie genderfluid ist. Und das ist alles okay. Und das gilt übrigens auch für manche andere Charaktere im Video. Fakt ist jedoch, Haruka scheißt auf Geschlechterrollen und sagt auch selbst sehr schön, Mann oder Frau, ist das wirklich so wichtig? Und was ich in dem Zusammenhang auch nochmal erwähnen möchte, ist die Familienkonstellation der Outers. Drei Frauen, die zusammen ein Kind großziehen. Das sieht man nicht oft. Also Sailor Moon war ihrer Zeit wirklich voraus. Als nächstes haben wir Zeuseid und Kunzeid. Und wer es wirklich noch nicht weiß, ja, Zeuseid ist ein Mann. Aber auch das wurde leider in vielen Ländern geändert, auch bei uns. Jedenfalls sind er und Kunzeid zusammen und geben ein sehr süßes Paar ab. Und das Tolle daran ist, ihre Beziehung macht sie menschlich. Zeuseid ist ja ansonsten echt unsympathisch, aber ihre Beziehung reißt's wieder raus. Übrigens hatte sogar Naoko in den Originalentwürfen schon geschrieben, dass sie eine romantische Beziehung haben, also war das ursprünglich ihre Idee, auch wenn sie es im Manga dann nicht umgesetzt hat. Auch der nächste Charakter war in vielen Synchros eine Frau, Fisheye, also Fischauge. Auch der steht sehr offensichtlich auf Männer und trägt gern Frauenkleidung. Man könnte das als Transgender sehen oder auch einfach nur als Crossdressing. Ich sehe es mehr als Letzteres. Und übrigens sieht die Kleidung der anderen beiden auch gar nicht mal so unweiblich aus. Aber etwas mehr Aufschluss darüber gibt uns eine saugeile Szene im Musical Amour Eternal. Also Fisch, also, ja, ich bin ein Mann, der auf Männer steht, und was ist mit dir? Hawkseye, ja, ich bin ein Mann, der auf Frauen steht, natürlich, was ist mit dir?
Und Tiger's Eye, naja, also, ich bin gar nicht so sicher, welches Geschlecht ich eigentlich habe. Fisheye, keine Sorge, wir finden schon das richtige Geschlecht für dich. Ich feiere diese Szene so sehr, mit was für einer Selbstverständlichkeit Fisheye das einfach sagt. Genau so sollte es sein. Und die Musicals sind ja offiziell, und gerade bei den neuen hat Naoko da einen recht starken Einfluss, soweit ich weiß. Dann kommen wir als nächstes zu den Sailor Starlights. Frauen, die sich auf der Erde als Männer tarnen und im Anime sogar ihren Körper verwandeln können. Im Manga machen sie einen auf Crossdressing. Und sie stehen ja auch auf Mädchen und sind in jedem Fall selbst ursprünglich Frauen. Also, egal wie man es dreht und wendet, die sind halt einfach irgendwie queer. Und das Coole daran, erstmal sind die anderen Senshi zwar schockiert, als sie herausfinden, dass sie Starlights Frauen sind, aber schnell kommen sie zu dem Schluss, dass es ihnen eigentlich egal ist. Als nächstes was mir gar nicht aufgefallen wäre. Ami ist in der Live-Action-Serie wohl verliebt in Usagi. Zumindest haben die Schauspielerinnen in einem Interview gesagt, dass Ami einen Crush auf Usagi hat und sie es so gespielt haben. Leider habe ich das Interview jetzt nicht gefunden, weil nicht alle dieser DVD-Extras online sind, aber ich habe es jetzt schon von mehreren Quellen gehört. Da werde ich auf jeden Fall beim nächsten Mal drauf achten, wenn ich die Serie nochmal schaue. So, der nächste Charakter ist Fiore aus dem ersten Film. Der hat ja eine interessante Bindung mit Mamoru und scheint regelrecht besessen von ihm zu sein. Er ist eifersüchtig auf Usagi und umgekehrt ist sie auch eifersüchtig auf ihn, als er zum Beispiel Mamorus Hand nimmt. Außerdem fliegen da immer so Rosenblätter um die Jungs herum und Mamoru hat ihm ja früher auch Rosen geschenkt. Und wenn das noch nicht Hinweise genug sind, dann hier ein paar übersetzte Zitate der Mädchen im Film. Es wirkt nicht so, als ob sie nur Freunde wären. Mamoru scheint beliebt bei den Jungs zu sein. Ah, es ist diese Art von Beziehung. An meiner Schule gibt es auch ein Pärchen mit dieser Art von Beziehung. Also wenn man sich diese Sachen so anhört, was die Mädels da besprechen, das klingt jetzt schon sehr eindeutig. Also ich sehe das als so gut wie confirmed. Und dann kommen wir jetzt so in den Bereich, wo es eher mehr Theorien sind, aber es trotzdem Indizien darauf gibt. Zum Beispiel der Modedesigner Yoshiki Usui, bei dem man vermutet, dass er mit seinem Assistenten zusammen ist. Die beiden scheinen sich ja sehr nah zu sein und der Assistent ist später eifersüchtig auf Fisheye. Interessanterweise ist er auch das einzige Opfer, für den sich Fisheye nicht als Frau verkleidet. Der Designer weiß also, dass Fisheye ein Mann ist und seine Annäherungsversuche scheinen den Designer auch nicht zu stören. Erwähnen möchte ich auch noch Makotos Crush auf Haruka. Okay, Haruka flirtet eigentlich mit allen der Mädels und verwirrt sie so ein bisschen in der Hinsicht. Und Makoto sagt auch selbst, es sei nur Bewunderung. Aber für mich sieht das allerdings schon recht nach einem Crush aus. Und außerdem ist sie auch relativ die einzige, die noch für Haruka schwärmt, nachdem sie weiß, dass Haruka weiblich ist. Und auch die anderen scheinen ja Angst zu haben, dass das Ganze ernst wird zwischen den beiden. Als nächstes haben wir dann Usagi, die im Manga Herzchenaugen kriegt, als sie Rei das erste Mal sieht. Sie ist sogar so fasziniert, dass sie ihr hinterherläuft, obwohl sie bei dieser Bushaltestelle gar nicht aussteigen müsste. Und auch im Anime werden ja Usagi und Rei von vielen geschippt, da sie ein sehr enges Verhältnis haben. Man muss aber auch erwähnen, dass in Japan so eine starke Bewunderung unter Mädchen nicht unüblich ist und auch Mädchen sogar manchmal Liebesbriefe von anderen Mädchen bekommen, aber das wird dort nicht wirklich romantisch gesehen. Aber wie gesagt, man weiß es an Sailor Moon nicht genau und kann das deshalb so interpretieren, wie man will. Genauso ist es auch beim nächsten Shipping, Hotaru und Chibiusa. Aber auch darauf gibt es Indizien. Einmal sagt Hotaru zu ihr, ich liebe dich. Okay, das könnte auch freundschaftlich gemeint sein. Aber jetzt schaut euch doch mal diese Szene im Sailor Moon Crystal Opening an. Also das sieht für mich echt nicht mehr freundschaftlich aus, wenn ihr mich fragt. Aber wie gesagt, seht es wie ihr wollt. Ganz kurz will ich auch noch das Shipping Minako und Rei erwähnen. Es gibt nämlich so ein paar Bilder von Naoko, auf denen sich die beiden doch recht nah kommen oder sehr nah beieinander sitzen. Und in einer Szene sagen sie auch so aneinander gelehnt, eben darum brauchen wir keine Männer. Ist das ein Problem? Und Yaten so, nein. Allerdings habe ich für Rei eine andere Interpretation, bei der es meiner Meinung nach ein paar mehr Hinweise darauf gibt. Nämlich, dass Rei asexuell ist. Allerdings nur Rei im Manga, denn da ist sie ja komplett anders. Sie wiederholt zum Beispiel immer wieder, dass sie keine Jungs braucht. Und besonders interessant ist die Short Story Casablanca Memory. Da sagt Rei zum Beispiel, ich will auch nie heiraten.
Und als der Sekretär ihres Vaters sagt, an eine Hochzeit denke ich beim besten Willen nicht, es gefällt mir ganz gut, so wie es jetzt ist, meint Ray, dann haben wir wohl einiges gemeinsam, nicht wahr? Also ich bin ja der Ansicht, dass beide asexuell sind. Man könnte zwar meinen, dass Ray in dieser Kurzgeschichte in den Sekretär verliebt ist, aber er ist mehr so eine Art Vaterersatz, weil ihr Vater nie zu den Treffen kommt und der Sekretär aber dafür. Und ich verstehe das auch so, dass Ray eben merkt, dass sie in dieser Hinsicht Gleichgesinnte sind. Unter anderem deshalb ist sie auch wütend, als sie erfährt, dass er heiraten wird. Aber natürlich auch, weil sie dachte, sie sei die Einzige, die ihm wichtig sei. Der Sekretär sagt dann aber, dass er nicht vorhat zu heiraten und auch, dass er keine Kinder haben wird. Und genau dann denkt Ray wieder den Satz, dann haben wir wohl einiges gemeinsam, nicht wahr? Und am Ende dieser Geschichte sagt sie dann auch noch, falls ich mich jemals verliebe, was darauf schließen lässt, dass sie sich noch nie verliebt hat. Außerdem sagt sie dann noch, darum will ich mich nicht verlieben, im Moment ist Liebe auch nicht das, was ich brauche, denn ich habe ja euch. Also für mich ist Ray im Manga jetzt asexuell, aber das heißt natürlich nicht, dass ihr das auch glauben müsst, aber für mich als Ace-Person ist es eben wichtig. So, und zum Schluss noch ein paar Honorable Mentions. Minakos Manager in PGSM soll homosexuell sein, allerdings gibt es keine konkreten Hinweise darauf. Und Tamasaburo, der Teezeremoniemeister, und ja, der war im Original ein Junge, der hat auch keine Probleme damit, ein Sailor Senshi Outfit mit Minirock anzuziehen und ist auch generell eher feminin. Und es gäbe halt auch noch so viele Shippings der Fans, wie zum Beispiel Sailor Let Crown Aneminasiren oder auch Ami und Makoto. Aber auf die kann ich jetzt auch nicht alle eingehen und das sind auch so Fälle, wo es eher weniger konkrete Hinweise gibt. Aber ich sage es gerne noch einmal, gerade bei Sailor Moon kann das jeder so sehen, wie er will und ihr könnt auch glauben, was ihr wollt in der Hinsicht, aber lasst auch die anderen Leute glauben, was sie wollen. Und ja, für einige Leute ist es eben wichtig, dass da so ein bisschen Representation in dieser Serie ist von ihrer Orientierung. Und ich find's auch generell mega geil, dass da eben so viel drin ist, was nicht heteronormativ ist. Ja gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Ciao und bis zum nächsten Mal, eure Sailor Cat.